Hallo Leute, wie geht's euch? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute gibt es ein ganz spezielles Thema, nämlich das Thema Williams-Bowen-Syndrom. Ja, weil eigentlich ist am 29. Februar der Tag der seltenen Krankheiten, wozu das Williams-Bowen-Syndrom gehört. Das Williams-Bowen-Syndrom oder kurz auch WBS ist ein Gendefekt auf dem Chromosom Nummer 7. Und hier fehlt das Elastin-Gen und benachbarte Gene. Welche Merkmale gibt es von WBS? Gut, die häufigsten Merkmale sind eben Herzfehler. Das ist eine Aortenstenose, das ist die Verengung nach dem Herzen. Dann eine periphere Pulmonalstenose kannst du haben. Geistige Retardierung von bis, also von ganz leicht bis wirklich sehr schwer. Kleinwüchsig sind sie alle, sie sind alle sehr musikalisch und sie sind die sogenannten Party People. Das heißt, sie kennen keine soziale Distanz und reden einfach mit einem jeden und das noch total nett und lieb und so. So, was sind die Besonderheiten von WBS? Also wie gesagt, die Musikalität, dass sie können Musikinstrumente spielen, ohne irgendwelche Noten zu lesen oder sonst irgendetwas gelernt zu haben. Sie sind eben sehr kontaktfreudig, sie hören sehr gut, sie mögen keine lauten Geräusche, das mögen sie absolut überhaupt nicht und sie sind immer sehr sonnig. Welche Therapien helfen bei WBS? Gut, bei den Therapien, das sind wir bei Physiotherapie, Ergotherapie, Musiktherapie, Logopädie und ganz toll funktioniert bei Ihnen auch Kraniosakral. Da gibt es ganz hervorragende Ergebnisse. Kann man das WBS heilen? Leider nein, weil es eben ja, wie gesagt, eine Genveränderung ist und das ist nun mal im Menschen drinnen. Sterben auch Kinder an WBS? Ja, leider ja. Also von ganz klein bis auch immer, wenn sie älter sind, so wenn der Herzfehler ganz besonders stark ist. Ansonsten haben sie eine relativ normale Lebenserwartung, Gott sei Dank. Ich sage euch noch was. Seid wirklich froh, dass ihr das nicht mitmachen müsst. Müssen Kinder mit WBS operiert werden? Ja, wenn die Verengung im Herzen zu eng ist, dann muss diese Verengung gedehnt werden. Sind Menschen mit WBS böse? Nein, im Normalfall sind sie ein Sonnenschein. Sie sind gut drauf, sie können aber auch echt grantig werden. Man sagt ja auch, sie sind eben, sie sind entweder Elfen oder Kobolde, weil das ist diese Merkmale eben halt im Gesicht, so diese Nase, diese blauen Augen. Dann dadurch, dass sie so kleinwüchsig sind, sind sie dann meistens so klein wie kleine Elfen. Aber wenn sie ganz grantig sind, dann werden sie Kobolde. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video. Ja, seid lieb zu allen Menschen, die verdienen das alle. Und wenn Sie mehr Informationen haben möchten zu diesem Thema, www.w-b-s.de. Ciao! Ciao!